Willkommen, meine Damen und Herren. Hier sind meine 5 Tipps zur perfekten Rede. Um das zu veranschaulichen, erzähle ich Ihnen erstmal eine kleine Geschichte. Und zwar, sie fängt an, Sie gehen durch eine Stadt spazieren. Es ist Ihre Lieblingsstadt, Berlin, Paris, London. Aber Sie kommen an einem 5-Sterne-Hotel vorbei. Und auf den Stufen des 5-Sterne-Hotels steht eine sehr attraktive Frau. Und was trägt sie? Das kleine Schwarze. Für mich ist es Audrey Hepburn, vielleicht für Sie Heidi Klum. Das Wichtige ist das kleine Schwarze. Und in den Händen hält sie ihren Terminkalender. Sie hat schon den ganzen Monat vorgeplant. Es ist alles gut notiert und vorbereitet. Vor sich sieht sie aber Feuerwerkskörper losgehen. Es ist nämlich Silvester. Die Raketen schießen hoch. Es knallt. Wunderbare Sternschnuppen fallen herunter. Und es ist wirklich ein fantastisches Spektakel, wie wir es normalerweise zu Silvester sehen. Zu ihrer Linken schaut sie rüber und auf einem beleuchteten Tennisplatz steht ein bekannter Tennisspieler. Vielleicht ist es Boris Becker. Und was macht er? Er übt seinen Smash. Ball hoch, Smash, Ball hoch. Smash, bis er es perfekt kann. Hinter ihm ist ein Wald. Dort werden gerade Bäume gefällt und da steht ein Holzfäller mit dem Ball in der Hand, Stück Holz auf der Erde und er zersplittert das Holz. Das sind also meine 5 Punkte. Aber was für ein Verhältnis haben die denn zur perfekten Rede? Gehen wir mal zurück zur attraktiven Dame mit das kleine Schwarze an. Schlicht und einfach. Das ist eine der einfachsten Kleider, aber es ist perfekt. Und das weist auch darauf hin, dass unsere Rede einfach sein sollte. Nicht zu kompliziert, nicht zu viele Punkte. Die Leute merken sich das nicht. Solange es einfach ist, nehmen die etwas mit. In der Hand hatte sie ihren Terminkalender, wo sie den Monat vorgeplant hatte. Und so ist es auch mit der Rede. Gut vorplanen. Was möchte ich sagen? Was für Informationen brauche ich? Und es lohnt sich auch, etwas umschweifender sich zu informieren, auch wenn man den Stoff nicht in der Rede hineinbringt. Denn man hat wenigstens das Wissen, dass man mehr weiß als die Zuhörer, die gerade vor einem sitzen. Dann der Tennisspieler. Worauf spricht das denn an? Natürlich auf Übung. Übung macht den Meister. Und wie beim Tennisspieler ist das mit Reden auch so. Stellen Sie sich vor einem Spiegel, rufen Sie sich einen Freund vor oder üben Sie es einfach laut vor sich, am besten dann auch noch mit einer Uhr und sehen Sie und hören Sie, wie Ihre Rede sich anhört und wie lange sie anhält. Indem Sie das mehrmal machen, werden Sie schon ein Gespür dafür bekommen, was funktioniert, was nicht und ob Sie Ihre Zeit einhalten können. Und das Letzte, das war der Holzfäller mit dem Beil. Kurz und bündig soll man sein. Deshalb höre ich mit meinem Satz auf mit 5 Tipps zur perfekten Rede. Also viel Glück mit Ihrer. Auf Wiedersehen.